Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play bei Florian TV. Ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder zu einem neuen weiteren Let's Play. Heute geht es darum, dass ich wieder einen Deko-Tipp mehr gebe und das ist diesmal der Wasserspender. Ja, was ihr dazu braucht, sind folgende Materialien: ein bisschen Quarzblock, hellblaues Glas, dann braucht ihr Quarzstufen, Hebel, etwas Wasser, Rahmen und Wasserflaschen. So, als allererstes stellt ihr euch mal hier den Block hin und dann drei Blöcke freilassen. So, danach macht ihr 1, 2, 3 Quarzstufen dazwischen. Sollte eigentlich ganz logisch sein. Und macht einfach mal die Behälter hier so drauf, das Glas. So, dann macht ihr hier noch Quarzstufen drauf. So, jetzt sieht es natürlich ganz noch gar nicht nach einem Wasserspender aus, aber natürlich macht ihr noch die Hebel dran, dass es optisch ganz gut aussieht. So, den macht ihr da unten natürlich. So, dann macht ihr als nächstes die Rahmen dran. 1, 2, 3. Und dann macht ihr dann drin die Flaschen rein. So, dass es nach etwas gesünderem aussieht. Ja, so, jetzt eigentlich ist er ja noch nicht ganz fertig. Jetzt wollt ihr natürlich, dass es optisch noch ein bisschen Wasser drin ist in dem Bereich. Also müsst ihr ein bisschen Rahmen sozusagen euch da ein bisschen Wasser reinmachen. Das macht ihr einfach so. Hier einmal in den Bereich rein und einmal hier. So, das Ganze macht ihr dann wieder zu. So, dass es optisch gut aussieht und voila, fertig ist euer Wasserspender. Ja, das war jetzt auf jeden Fall super guter Deko-Tipp. Passt auch in jedes Haus sozusagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da oder ein Like. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt Florian TV und ich verabschiede mich mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin euer Florian TV.